den Achilleus die windfüßige, schnelle Iris heran. Als Bote gekommen. Laufend vom Olympos. Dass er sich rüsten sollte. Schütze den Patroklos, um den ein schreckliches Kampfgewühl vor den Schiffen entstand. Und sie vernichteten einander. Die einen sich wehrend um den Toten, den Hingestorbenen. Die anderen aber stürmen an, ihn nach Troja, dem Wind durchwehten, zu ziehen. Am meisten aber begehrt der strahlende Hektor, ihn fortzuschleppen. Und es befiehlt ihm der Mut, sein Haupt von den Schultern zu schneiden und auf die Zähne zu spießen. Dass Patroklos den troischen Hunden zum Spielzeug werde. Hier ein Schiff, wenn der Tote irgend geschändet zurückkommt. Aber so wie du bist, geh und zeige dich den Troern. Vielleicht, dass sie es wohl vor dir ablassen vom Kampf, die Troer. Und aufatmen die streitbaren Söhne der Achaier. Und ist auch nur kurz das Aufatmen im Krieg. Na, aber sprach Achilleus, jetzt mache ich ein Ende dem Zorn, dem Agamemnon, will ich nicht unbeugsam grollen und den Mut in der eigenen Brust bezwingen und treiben zum Kampf die am Haupte langgeharrten Achaier. Die aber freuten sich, die gut geschienten Achaier, dass er dem Zorn absagte, der hochgemute Achilleus, der Zeus geliebte, und ihm legte Athene um das Haupt eine Wolke, eine goldene, und ließ aus ihm brennen eine Flamme hell leuchtend, wie wenn ein Rauch aus einer Stadt aufsteigend zum Äther gelangt, fern von der Insel her die feindliche Männer umkämpfen. So gelangte vom Haupte des Achilleus her ein Glanz zum Äther, und er ging und schrie und erregte unter den Troern unendlichen Wirrwarr. Und wie klar erkennbar die Stimme ist, wie wenn Trompeten aufschreien, wenn lebenszerstörende Feinde eine Stadt umzingeln, so klar erkennbar war damals die Stimme des Achilleus. Wie sie nun hörten den ehernen Ruf, wurde allen der Mut verwirrt. Die Lenker der Wagen erschraken, als sie sahen das Feuer, das Furchtbare, über dem Haupte. Und dreimal schrie auf der göttliche Achill. Und dreimal wurden durcheinander gebracht die Troer. Und froh zogen die Achaier den Patroklos heraus aus der Schlacht und legten ihn nieder auf ein Lager, und um ihn traten seine Gefährten jammernd, und unter ihnen folgte der fußschnelle Achilleus, heiße Tränen vergießend, als er vor sich sah den treuen Gefährten liegend auf der Bahre, zerfleischt von dem scharfen Erz. Ja! Den hatte er ausgeschickt! Mit Pferden und Wagen in den Kampf, und schwer stöhnend sprach er: Jetzt, wo ich nun, Patroklos, später als du unter die Erde gehe, will ich nicht dich eher bestatten, ehe ich hierher bringe von Hektor die Waffen und das Haupt des Hochgemuten deines Mörders, und werde vor dem Scheiterhaufen 12 Söhnen der Troer abschneiden den Hals, zürnend um dich, den Erschlagenen. Auch sollen die Troerinnen dich beweinen Nächte und Tage, als wir selber mit Mühe erwarben, mit Gewalt und dem Speer, dem Langen, als wir fette Städte zerstörten von sterblichen Menschen. Die ganze Nacht hielten sie über Patroklos mit Stöhnen die Totenklage. Schließlich erhob sich er im Safrangewand, von des Okeanos Strömungen, dass sie den Unsterblichen das Licht bringe und den Sterblichen. Thetis aber kam zu den Sterblichen und brachte von dem Gott die Gaben. Sie fand ihren eigenen Sohn über Patroklos hingeworfen, hell aufweinend, und viele Gefährten um ihn jammerten. Mein Kind. Patroklos wollen wir liegen lassen, wenn auch bekümmert, da er einmal